Das hier ist ein Ciabatta mit Guacamole und einem pochierten Ei obendrauf. Eines meiner absoluten Lieblingsfrühstücksrezepte, mit dem man auf jeden Fall Leute beeindrucken kann. Heute erzähle ich euch, wie es geht. Mit dem Rezept könnt ihr auf jeden Fall eure Freundin, euren Freund oder generell alle Menschen beeindrucken und vielleicht auch Haustiere. Denn das Rezept ist echt simpel und schmeckt fantastisch gut. Plus, es macht richtig Eindruck, denn pochierte Eier sind so etwas, das hat immer so ein bisschen diesen Wow-Effekt. Und auch deswegen ist, glaube ich, mein wahrscheinlich bekanntestes Video, ja, es müsste mittlerweile das bekannteste sein, eins über pochierte Eier. Das machen wir heute auch nochmal. Und zwar pochieren wir nicht nur Eier, sondern wir machen auch gleichzeitig noch ein bisschen eine kleine Guacamole. Denn Avocado und Ei passen unfassbar gut zusammen. Und wenn ich an Avocado denke, dann mache ich mir eigentlich in der Regel immer direkt eine Guacamole, zumindest in Verbindung mit dem Brot. Ich habe hier schon so ziemlich die größte Avocado-Hälfte, die es vermutlich auf der Welt gibt. Ihr könnt normalerweise einfach eine Avocado benutzen. Die hier ist so monströs groß, dass das absolut ausreicht. Einmal mit dem Messer reinhacken und dann irgendwie das wieder losbekommen. Gelöst. Mit der Avocado fangen wir natürlich an. Einmal die Avocado rauslösen und auch der Rest noch. Boah, da ist die Schale direkt mal voll mit der Avocado. Was ist das denn hier? Ein halbes Kilo. Rein damit. Und mein Guacamole-Rezept besteht außerdem aus einer Schalotte, zwei kleinen Kirschtomaten für so eine fruchtige Süße und eine Jalapeno. Die gibt es nicht überall im Supermarkt zu kaufen, vor allem nicht so einzeln. Ihr könnt stattdessen natürlich auch eine normale Chili nehmen, die ihr einfach vorher entkernt. Oder ihr könnt auch gar keine Chili nehmen. Einfach mit Chilipulver es würzen oder auch gar kein Chilipulver nehmen, wenn ihr es nicht scharf mögt. Ich schneide hier erstmal das Ende ab, halbiere sie dann einmal. Dann nehme ich mir nochmal den lustigen Herzlöffel und kratze das Innere raus. Wenn ihr es gar nicht scharf mögt, dann achtet auf jeden Fall auch darauf, diese Lamellen, ich glaube, man nennt die Lamellen, dieses weiße Zeug in den Chilis rauszulösen, denn da steckt eigentlich die Schärfe. Man sagt ganz oft so, dass sie in den Kernen steckt, aber eigentlich ist es in dem kompletten Kerngehäuse. Damit wir sie ganz, ganz schön fein würfeln können, schneide ich sie erstmal so längst ein und dann nochmal seitlich. Wenn euch die ganze Schnipplerei zu viel ist, dann könnt ihr das Ganze natürlich auch einfach in einen Mixer werfen. Funktioniert genauso gut. Wird dann allerdings so ein bisschen feiner, die Guacamole, und nicht jeder mag das. Gerade ich mag es auch, wenn da so etwas Biss noch mit dabei ist, und deswegen mache ich das ganz gerne so von Hand. Als nächstes haben wir hier eine Schalotte. Ihr könnt stattdessen auch eine rote Zwiebel nehmen, eine weiße Zwiebel nehmen oder eine bunte Zwiebel nehmen. Das ist eigentlich alles, was irgendwie zwiebelähnlich ist, könnt ihr für eine Guacamole nehmen. Ich bevorzuge die Schalotte, weil die sehr, sehr fein im Geschmack ist und einfach nicht so eine dominante Rolle mit einnimmt. Eine weiße Zwiebel zum Beispiel, die wäre mir so ein bisschen aggressiv, zu aggressiv vom Geschmack her. Und die würde ablenken von diesem eigentlich relativ feinen Avocado-Geschmack. Komm nochmal her hier. So, auch die wird nach der gleichen Technik geschnitten. Einfach so ein paar Mal längst einschneiden. Als nächstes die Tomaten. Und auch hier könnt ihr ganz normale Tomaten nehmen. Ich bevorzuge nur diese Cherry-Tomaten, weil die so eine schöne Süße haben. Und eine sehr wichtige Zutat für die Guacamole, wenn ihr mich fragt, Koriander. Ich weiß, manche hassen ihn, manche lieben ihn, aber bei einer Guacamole gibt es, wie ich finde, wirklich keine Alternative. Dementsprechend nehme ich mir so ein bisschen von dem Koriander weg. Das sollte schon reichen. Da gehe ich nochmal quer durch, dass er wirklich schön fein ist. Und dann rein damit. Und dann fehlt eigentlich nur noch etwas Limettensaft. Habe ich aber nicht da. Mit Limette habe ich leider vergessen zu kaufen. Deswegen habe ich irgendwo hier mehr eine Zitrone bereitgelegt. Wo ist eine Zitrone? Dankeschön. Mann hinter der Kamera. Ein guter Spritzer Zitronensaft noch. Da kann man gleich auch nochmal ein bisschen abschmecken, falls es zu wenig ist. Und natürlich ein paar Gewürze. Wow. Boah, ich habe gerade den Jalapeno-Finger abgeleckt, glaube ich. Puh. Gut, genau, wo waren wir? Salz. Ganz wichtig, ordentlich Salz natürlich. Und eine schöne Prise Pfeffer kommt auch noch mit rein. Zack. So, und dann fehlt nur noch eine Gabel zum Glück. Und damit zerdrücke ich jetzt die Avocado. Die ist auch richtig schön reif, habe ich Glück gehabt. Deswegen geht das hier ganz leicht. Zerdrückt einfach alles, bis es die gewünschte Textur hat.
Und dann kommen wir zur nächsten Sache, und zwar dem Brot. Ich war so doof und habe mir heute ein sehr kleines Brot gekauft, was natürlich keinen Sinn macht für dieses Rezept. Denn eigentlich möchte man eine richtig schöne große Brotscheibe, auf die man dann die Guacamole packt, und da kommt dann oben drauf ein pochiertes Ei. Ich werde heute als Notlösung das Brot anders aufschneiden. Ich werde einfach mal das restliche Ciabatta, was ich hier noch habe, halbieren. Das Endstück schneide ich auch mal ab, damit die einigermaßen gleich sind. Und werde die dann einfach längs aufschneiden und dort dann meine Guacamole und das pochierte Ei drauf machen. Weil normales Brot aber so ein bisschen langweilig ist, habe ich hier auch noch eine Pfanne stehen. Und da werde ich das Brot jetzt nochmal kurz in ein bisschen Olivenöl anbraten. Das macht geschmacklich schon echt eine Menge aus. Wenn ihr möchtet, könnt ihr da auch nochmal so ein bisschen frischen Knoblauch drüber reiben über das heiße Brot. Dann habt ihr noch so einen schönen Knoblauchgeschmack dabei. Aber wir gehen mal davon aus, dass ihr das zum Frühstück esst und danach noch irgendwas vorhabt. Wenn nicht, good life. Aber vermutlich habt ihr noch irgendwas vor und dementsprechend verzichte ich einfach mal auf Knoblauch. Wie man Brot anbrät, muss ich euch ja wahrscheinlich nicht erklären, aber ich mache es trotzdem mal. Ich gebe ein bisschen Olivenöl in die Pfanne, nicht zu viel. Schwenkt es so ein bisschen rum, dass es sich auch gut verteilt. Die Pfanne ist auf mittlerer Stufe und da gebe ich dieses wunderschöne Brotstück rein. Das könnt ihr natürlich mit euren großen Brotscheiben genauso machen und würde ich euch auch empfehlen, denn Olivenöl ist einfach so ein schöner Geschmacksträger und der verbessert das Ganze direkt. Was ihr auch generell machen könnt, wenn ihr so Aufback-Ciabattas manchmal benutzt, einfach mal vorher einölen und eine ordentliche Salzkruste, also ordentlich Salz drüber geben, und das schmeckt einfach nur fantastisch und wertet auch wirklich jedes so 0815 Ciabatta richtig auf. Wenn es schnell gehen muss morgens, dann könnt ihr natürlich das Brot auch einfach kurz toasten. Hauptsache, dass es mal kurz mit Hitze in Kontakt gekommen ist und so ein bisschen angeröstet. Ich habe hier auch schon Wasser aufgekocht. Das kommt jetzt in diesen wunderschönen großen und heißen Topf. Da kommen gleich unsere pochierten Eier rein. Beziehungsweise noch sind sie nicht pochiert, aber werden sie gleich. Das Wasser wird jetzt als allererstes mal richtig aufgekocht, bis ihr die Blubberblasen seht. Und in der Zwischenzeit können wir schon mal das Ei vorbereiten. Beim Eierpochieren gibt es ja verschiedene Techniken. Es gibt eine mit Essig, mag ich nicht so, weil ich zumindest mir einbilde, da immer so einen leichten Essiggeschmack rauszuschmecken. Deswegen benutze ich eine Technik, die ich sehr mag. Und zwar nimmt man einfach dieses Ei, schlägt es einfach in so ein richtig schönes, feinmaschiges Sieb. Das sieht dann so aus. Und jetzt fließt hier unten so ein kleiner Teil von dem Eiweiß weg. Wartet einfach, bis das ganze flüssige Eiweiß abgelaufen ist. Denn auch beim Eiweiß gibt es nochmal zwei verschiedene Elemente an dem Ei. Das eine ist eben deutlich flüssiger und das ist der Teil vom Eiweiß, der dann total rumflattert im Kochtopf. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr es mal probiert habt, Eier zu pochieren. Wenn das Wasser dann so langsam anfängt zu blubbern, kommt da als allererstes mal ein bisschen Salz rein. Und dann könnt ihr die Hitze wegnehmen, warten, bis es nicht mehr blubbert. Und dann rührt ihr einfach mit einem Kochlöffel einen kleinen Strudel in euren Kochtopf. Und da lasst ihr das Ei jetzt reinfallen. Zack. Und schon merkt ihr, wie es sofort stockt. Auf unser wundervolles angebratenes Brot gebe ich jetzt schon mal ein bisschen was von der Guacamole. Das pochierte Ei braucht ungefähr so zwischen 2 Minuten 30 und 3 Minuten 30, je nachdem, wie genau ihr die Konsistenz mögt. Ich mag es meist so rund um die 3 Minuten und die sind jetzt mittlerweile auch vorbei. Deswegen fische ich das hier mal raus. Und ganz wichtig, ich lasse es ein bisschen abtropfen und gebe es dann auch nochmal auf so ein Krepppapier, so ein Papiertuch. Und ganz sanft tupfe ich es ab, damit der Geschmack einfach nicht verwässert. Und das Spannende an so einem pochierten Ei ist, dass dieser Geschmack sehr, sehr speziell ist. Es schmeckt wirklich anders als ein Spiegelei oder irgendwas anderes. Das Rezept könnte man natürlich genauso gut mit einem Spiegelei machen, aber geschmacklich ist das wirklich eine andere Welt. Probiert es unbedingt mal aus, falls ihr das noch nicht getan habt. Einmal noch gut abtropfen auf die Guacamole. Und dann ist es natürlich immer wichtig beim pochierten Ei, das direkt mal anzuschneiden und zu gucken, dass es noch so wundervoll flüssig ist. Der äußere Kern von dem Eigelb ist jetzt so ein bisschen gekocht worden, weil es einfach so außen war und da keine Eiweißschicht mehr drum war. Aber hier in der Mitte seht ihr, dass es so eine richtig schöne, wachsige Konsistenz noch hat. Es gibt auch Leute, die mögen ihre pochierten Eier noch ein bisschen flüssiger. Ist im Grunde einfach nur Geschmacksfrage, wie man es am liebsten mag. Ich mache ganz gerne immer noch ein bisschen schwarzen Sesam drüber, weil es einfach ein super schöner Kontrast ist zu dem Ei und das wertet das Ganze optisch auch nochmal richtig auf. Ich finde, das ist ein wunderschönes Essen, was auch noch richtig gut schmeckt. Von daher macht es unbedingt mal nach. Und falls ihr noch weitere Videos sehen möchtet, dann klickt gerne mal hier oben auf die Playlist. Da geht es zu jede Menge Wraps. Die sind alle auch richtig lecker. Wir sehen uns dann gleich dort wieder. Bis dann.